Hallo Leute, Sil hier und willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, wir brauchen noch diese 40 Prozessoren übrigens, um diese Tür aufzumachen. Warte mal, kriege ich die irgendwo her? Hier, 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40 haben wir. Bauen gleich noch ein paar mehr. So. Das haben wir irgendwie auch. Jetzt kann man das Ganze nochmal für Kupfer machen. Beziehungsweise. Tja. Ist das mit der Baureihe ein wenig schwieriger. Weil wir einfach viel weniger Platz haben. Ja, man könnte die Schmelzen in die Richtung bauen und das Kupfer hier lang zurückbringen. So, und da müssten irgendwann woanders in der Crafting-Schlange unten meine ganzen Geschichten kommen, die ich brauche. So, und wir können ja auch nochmal gucken, was jetzt mit dem Terminal ist. Das hier ist ja komplett... Sagt er. Ich habe jetzt nochmal ja Pflanzenfaserrahmen einstecken. Und dann gucken wir doch mal, ob das dann jetzt funktioniert. Da steht ja sogar Victor dran, Mensch. So, ich überlege gerade, vielleicht mal einen Rahmen hier reinmachen, dass der Greifarm den nutzt. Guck mal, wir nehmen mal den. Er hat einen reingemacht, ne? 101, ja. Ach, das sind 180, hä? Hm. Ja, okay. Jetzt ist klar, warum es... Terminal upgraded. New technologies and recommended tasks available. Ja. The tech tree is really opening up now, Breaker. Water wheels and mining charges are both going to be things I promise you won't know how you got this far without. Okay. Cooling systems will probably help you open up a lot of broken, overheated facility doors in the sector too. And keep an eye out for those blue research core fragments. Ah nein, brauchen wir jetzt dieses blaue Pflanzenzeug für die blauen Wissenschaftsdinger? Na, was will er denn haben? 900 Eisen und Kupfer. Gut. Diese Prozessoren? 900, ah ja, mhm. Atlantum-Erz hatten wir mal Achso, er will nur das Erz haben. Bei Baren haben wir mal gefunden. Ah. Okay. Ja. Soweit sind wir noch nicht. Forschung. Was haben wir denn da jetzt? Hier noch mehr Geschwindigkeit. Ach, guck mal, das braucht blaue Forschung. Oh, brauchen wir gar keine rote Forschung mehr? Bergbauladung müssen wir erst sprengen. Dazu müssen wir wahrscheinlich durch diese Tür durch, hä? Tunneling planieren. Müssen wir auch erst scannen, okay. Kühlsysteme, aha. Montagegeschwindigkeit, auch hier eine neue, also ist alles blaue Forschung. So, warte mal, wir holen uns gleich mal das Förderband. Weil so wie das aussieht, brauchen wir, doch, wir brauchen nochmal rote Forschung. Stromverstärker, was macht das? Erhöht Elektrizitätsoutput um 110%. Von was? Von den Generatoren auch? Das wäre ja geil. Wasserrad müssen wir scannen. Strom sparen, auch geil. Müssen wir aber erst scannen. Also wir müssen viel scannen tatsächlich. Ach, guck mal, hier Hochspannungskabel, da sind schon ein paar Sachen. Wissenschaft, was haben wir denn hier? Oh, wir müssen noch mehr Forschungskerne scannen, okay. Gut, das ist hier irgendwie so Quality of Life, ne? Aber das heißt, also je nachdem wie teuer das wird, so viel rote Forschung braucht es vielleicht gar nicht mehr. Wir lassen die einfach trotzdem weiter produzieren, weil... Ja, wer weiß schon, wofür wir das alles brauchen. So, 130 weitere. Das heißt, ich würde schon mal anfangen, ein Stück weit
Kupfer zu automatisieren mit Spritversorgung, weil in der Zeit müssten dann auch die Prozessoren gekraftet sein, um die Tür aufmachen zu können. Und dann kann das hier nämlich in Ruhe weiter produzieren. Dann haben wir hier genug Materialien. Das bedeutet aber auch, dass ich hier erstmal Platz machen muss, richtig? Und dann verschwindet der Fluss. Kann ich den Fluss wegplanieren? Weil das geht ja alles weg. Ja, okay, Leute. Ihr seht unten rechts, die Prozessoren sind in Arbeit. Und ich habe hier mal ja, bei dem Kupferding, ja, sagen wir mal, eine Höhle freigelegt, um da die Schmelzen hinzustellen. Weil der Fluss lässt sich nicht begradigen, was aber auch okay ist. Das gibt uns im Übrigen die Möglichkeit, hier Zeug durchzulegen und ja, den Platz einfach gleich sinnvoll zu nutzen. Dazu müssen wir das alles hier umbauen. Und ich würde sagen, ich nehme nochmal die Ecke weg, um mal zu gucken, wie weit das Kupfer eigentlich geht. Weil, dann kann ich vielleicht den Bohrer auch mehr da reinstellen. Guck mal. Boah, das ist hier eine ganz schöne Ecke. So, ich würde sagen, dann nehmen wir das einfach mal weg. Okay, so, das können wir erst, naja, erstmal so lassen. Das wird sich ja dann eh ändern. So. Dann kommt der erste Bohrer nämlich hier an der Ecke hin. Den da. So, dann müssen wir mal zwei Platz lassen. Hier müsste der nächste hin. Ach so, gleich mal gucken, ob das überhaupt stimmt, was ich sage. Ja, ne, doch. Okay, das geht da gut hoch. Der nächste müsste dahin. Das heißt, wir machen das genauso wie auf der anderen Seite. Wir machen hier unser Ausgangsband. Und das legen wir von mir aus bis hier rüber. Dann haben wir es auch gleich da drunter. Und wir legen es einfach mal hier lang. Und oben drüber weg kommt dann entsprechend das Ding ins Band für den Strom. So, und ich würde das mal so machen. Du gehst dann darüber und gleichzeitig hier oben lang. Und hier hinten runter. So. Und dann kann das nämlich so lang hin. Und so werden wir die dann entsprechend mit Strom versorgen. So, und dann könnt ihr hier nämlich ganz bequem ausladen. So, und das heißt, ich werde mal noch einen Bohrer herstellen und sechs Schmelzen. Und mal eben an einer Kurbel drehen. So. Die Prozessoren sind dann gleich fertig. Die haben anscheinend auch irgendwelche Zwischenprodukte weggearbeitet, ne? Das mit dem Inventar, die ich vorher gar nicht gesehen hatte. Ach, guck mal hier. Also so viel. Ah, da geht er nicht bis hoch, schade. So viel Kalkstein. Den schmeißen wir direkt wieder hier rein. Mir fehlt so ein Filter irgendwie. So, das haben wir auf jeden Fall genug. Wenn wir das für irgendwelches Crafting brauchen, dann können wir uns das ja hier raussammeln. So, jetzt ist nämlich die Frage, wie kriegen wir eigentlich unseren Strom hier rüber?
Ich würde ja vorschlagen, den auch hier oben drüber lang zu leiten. Und wir ziehen den einfach von hier oben ab. Wir nehmen den hier mit. Ja. Ja, das geht immer irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht warum. Ich mach das aber bis dahin und zieh den mal so lang. So, das war jetzt ganz langes Förderband. Ich finde dieses Bausystem mega, ne? Das heißt, die kriegen gleich Strom, wobei ich das ja sogar einstecken habe. Da kommt das. So, dann machen wir mal hier weiter. Förderbänder haben wir ja noch ein paar. Dann können wir nämlich, naja, ist so ein bisschen die Frage, wenn wir irgendwann einen Bohrer bauen. Ah, ich würde hier auch ein bisschen Platz lassen, glaube ich. Ah, warte mal, jetzt brauchen wir mal kurz Förderbänder, um es abzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Laufweg ab hier. Ne? Ab hier bauen wir quasi die Schmelzen. Dann haben wir genug Luft, um hier von der Seite auch noch Bohrer mit ranzustellen. Das sieht auch gut aus, soweit. Guck mal. Die gelben sind auch noch gar nicht schnell genug, das auszuladen, hä? Wahnsinn. Egal. Es bleibt, wie es ist. So, da kommt unser Biokraftstoff. Es reicht uns. So, da kommt... Achso, guck mal, da kommt der nächste Bohrer. Fantastisch. So, da haben wir. Jetzt müssen wir ihn nochmal mit Strom versorgen. So. Strom hat er. Er fängt an zu arbeiten und, naja, das Band wird dann irgendwann voll sein jetzt, ne? Mit den dreien. Ah, hier, der hat schon weiter ausgefahren tatsächlich. Naja, okay. Wird schon gehen. So, schmelzen. Wir brauchen diesen Abstand. 2, 3, ja. 4, 5, 6. Langt vollkommen zu. So, guck mal, da haben wir das auch. Ach, guck mal, und wir haben jetzt genau so viel hingestellt, wie wir lange Greifarme haben. So. Brauchte ich da nicht auch zwei für? Ich weiß nicht mehr. Ach so, warte mal. Machen wir es bis hier. Ja, lass mal immer hier ein bisschen Luft. So. Kupfer ist nun offiziell auch automatisiert. Ja, da ist das Band schon fast voll. Also hier sieht es so aus, dass einer reicht, um es auszuladen. Ja, ne? Und da ist der Strom schon wieder alle. Gut, das trifft sich gut. Dann können wir jetzt einmal kurbeln. Und dann gehen wir jetzt mal zu der markierten Höhle. Und in der Zeit darf das alles schön automatisiert weiterarbeiten. Und das Schöne ist, mit dem Förderband, das wir hier haben, ne, die Ressourcen kommen quasi von ganz alleine nach da hinten. Gut, nur diese 900 Pflanzenrahmen nicht, aber die produzieren wir ja automatisch, nur nicht in dem Umfang, wie wir es wahrscheinlich bräuchten. So, jetzt weiß ich gerade gar nicht den Weg mehr, aber vermutlich irgendwo hier lang.
Die Optik ist schon geil. Warte mal, bin ich jetzt vorbei? Bin ich. So, wir sind wieder am Lager. Jetzt ist die Frage, wo ging's lang? Hier hoch, ne? So. 40 haben wir. Reparieren. Ey, wir haben es repariert. Rin, So. scan those mining charges. And that computer has something up with it too. Das ist der Punkt. Ungefähr so habe ich mir das gedacht. Something keeps pinging this terminal with the most irritating supply requisition I've ever seen. Wait, it's the Excalibur. But why would they requisition? Hold on. It's not a requisition at all. Someone is using the supply management system to send a distress call? Automated distress call received. Waypoint added to system display. Huh. An automated distress call? I've only ever seen one of these in training. It shouldn't even happen. These beacons only light up when someone becomes unable to trigger a distress call themselves. Or worse. We need to find the source of that signal. Somebody needs our help. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass derjenige, der unsere Hilfe braucht, nicht mehr richtig existent ist. Sehen wir das auf der Karte schon mal irgendwo? Guck mal da hinten, ne? Das ist doch da, wo wir gebaut haben, oder nicht? Warte mal, wo muss ich hin? Da lang. Das heißt, da wahrscheinlich. Das heißt, ich gehe jetzt durch die Höhle da lang. Bis zum Eisen, da und da irgendwie durch. Am besten hier lang, ja? Ist jetzt die Frage, man sieht es halt in der Höhle nicht. Warte mal, hier ist Wasser. Ah, ich bin sogar schon zu weit. Das ist echt, ne? Fast gar nicht zu erkennen. So, dann gehen wir mal hier durch. Aha, da sind wir schon durch. Können wir direkt mal gucken, ob wir hier irgendwas Neues finden. Wir haben ja eh den Auftrag, Sachen zu scannen. Klingt so metallisch, wo ich hier laufe. Boah. Ach, guck mal, hier ist so eine Wand. Okay, der Distress Call kommt anscheinend noch von weiter hier hinten. Aber hier ist so viel Grün. Da scheint die Wand offen zu sein. Pass auf, dann fräsen wir uns mal durchs Wasser, würde ich sagen. Gar nicht so ein Aufwand. Oh, hier, da. Das nächste Terminal vielleicht. Also genau, hier ist es. Moment. Das ist doch. Hier war ich doch. Das ist ja quasi zu Hause. Ja, das nächste Terminal, ja, so viel dazu. Dann würde ich sagen, nutzen wir doch gleich mal die Gelegenheit, Zeug hier reinzulegen, wenn wir ja eh schon sind. So. 900 Kupfer. Ne, mehr als die 500 können wir da erstmal nicht reinlegen. Weil sonst haben wir selber nichts. Und das war's hier für diese Folge. Wir machen jetzt hier einen Cut. Wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und lasst es euch gut gehen. Tschüss.